Ja, der Titel der Studie ist Alles kann, nichts muss. Und das klingt eigentlich erstmal ein bisschen wie so ein dahergekommener Werbeslogan von einer Dating-App, hat aber tatsächlich was mit dem Inhalt der Arbeit zu tun. Und zwar geht der erste Teil der Studie eigentlich darum, zu schauen, was bedeutet eigentlich Möglichkeit und Notwendigkeit. Also das heißt die Frage, was kann sein, also was ist möglich, was muss sein, was ist notwendig. Und die Studie fragt auch im ersten Teil danach, worin gründen eigentlich Notwendigkeit und Möglichkeit? Und da werden eben bestimmte paradigmatische Theorien in der Philosophie, in der Metaphysik eben ausgelotet, untersucht. Dann gibt es einen zweiten Teil, in dem schaue ich, was in der gegenwärtigen analytischen Religionsphilosophie im Moment so an unterschiedlichen Formen des Theismus, philosophischen Theismus, also Gottesbilder, Gottesvorstellung, diskutiert werden und klopft da im Grunde die, wie gesagt, jetzt gegenwärtigen Debatten so ein bisschen ab, vor allem in Bezug auf klassischen Theismus, neoklassische Theismen und Panentheismen. Und im letzten Teil der Arbeit geht es dann eigentlich darum zu schauen, was genau passiert, wenn man jetzt diese verschiedenen Theoriegruppen, also diese Theorien über Notwendigkeit und Möglichkeit auf der einen Seite und die verschiedenen Formen von Theismen, wenn man die quasi paart, miteinander verbindet und verknüpft, was geschieht dann? Und da war eigentlich die Frage für mich leitend, was für ontologisch, metaphysisch, philosophische Nachteile hat es, wenn ich bestimmte Formen damit kombiniere? Was für Verpflichtungen gehe ich damit ein? Was für Kosten und was für einen Ballast bin ich mir ans Bein? Und auf der anderen Seite eben auch zu schauen, was für metaphysische Vorteile habe ich vielleicht bei der einen oder anderen Kombination von diesen Theoriegruppen. Klaus Müller ist ein Philosoph in Münster, den ich persönlich sehr schätze. Der hat mal irgendwo gesagt oder geschrieben, ich weiß es nicht mehr genau, dass Philosophie ist, wenn man beinahe selbst drauf gekommen ist. Und irgendwie ist dieses Diktum, dieser Spruch für mich immer noch total plausibel nach wie vor. Und zwar warum? Weil meines Erachtens dieser Spruch die Aufmerksamkeit richtet auf was für die Philosophie ganz zentral ist, nämlich das Fragen. Und schon Platon hat halt gesagt, dass das Fragen ja irgendwie so eine Doppelgesichtigkeit hat, dass wir auf der einen Seite ja fragen, weil wir irgendwas nicht wissen, ne? Sonst macht das Fragen keinen Sinn. Und gleichzeitig, indem wir dann aber fragen, wir eigentlich schon immer eine bestimmte Form von Wissen darüber haben müssen, wonach wir fragen, sonst könnten wir die Frage gar nicht stellen. Und für mich bedeutet Philosophie irgendwie dieses Aushalten dieser Doppelgesichtigkeit im Grunde genommen und das sogar produktiv aufzunehmen, eben in das eigene Nachdenken über Gott und Welt, was eben Philosophie ist, genau. Ja, das ist eine gute Frage. Also auch das ist ein paar Jahre her, dass ich hier studiert habe und auch nicht allzu lange. Ich glaube 2, 3, 4 Semester. Und ich glaube, die Frage kann ich auch am besten beantworten mit einer Anekdote. Und zwar, ich erinnere mich noch ziemlich genau an die erste Veranstaltung hier in der HFPH. Das war irgendeine Einführungsveranstaltung, Inhalt weiß ich schon gar nicht mehr. Und wie immer kam ich ein bisschen zu spät, kam dann hier rein, zwar in der großen Aula hier, und habe dann noch irgendwo einen Platz ergattert zwischen zwei Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und dann haben wir diese Veranstaltung mehr oder weniger über uns ergehen lassen. Und im Anschluss aber hat sich dann ein Gespräch zwischen uns entsponnen. Und das Spannende war, dass der Kommilitone rechts von mir bei der Pius-Bruderschaft lebte. Mitherausgeber war einer ultrakonservativen, traditionalistischen Zeitschrift, Jurastudent. Und links von mir saß eine junge Frau, die dann eben auch erzählte in diesem Gespräch, was sie so macht und dass sie eben in ihrem Alltag als Queer-Aktivistin unterwegs ist. Und trotzdem war das eine total wertschätzende Unterhaltung zwischen uns dreien irgendwie. Und deshalb die Anekdote, weil das für mich irgendwie letztendlich die Stimmung hier im Haus ganz gut widergespiegelt hat. Also, dass einfach verschiedene Lebensentwürfe, Perspektiven auf die Welt nicht nur koexistieren können, sondern sich auch tatsächlich wechselseitig irgendwie befruchten können. Und das Ganze aber trotzdem immer noch unter der Perspektive von Wahrheit betrachtet wird im letzten Ende.